Servus und willkommen zu einer neuen Folge vom Modern Skyblock 3. Ja, für mich ist es schon ein bisschen her, wo ich hier wegen, rumgerannt bin, aber ich weiß noch, wir brauchen auf jeden Fall was, um den Tempering Ofen vernünftig zum Laufen zu kriegen, und da wollen wir uns heute mal drum kümmern. Ich habe schon ein bisschen was einstecken, ich habe ein bisschen Redstone einstecken, ich habe einen Torch einstecken, ich habe mir den Timer geholt, den wir da hinten haben, und ich habe da wegen rumexperimentiert und ich habe da mittlerweile auch eine Lösung gefunden. Also als erstes bauen wir hier mal den Timer her. Dann hätte ich gesagt, brauchen wir hier einen Block. Als nächstes brauchen wir dann die Torch. Die Torch kommt hinten an den Block dran. So, dann heißt es jetzt, du gehst dahin. Dann machen wir das hier so. So, und jetzt heißt es, der Timer ist ja eingestellt. Ja, und der gibt jetzt dann ein Signal aus. Und dann schaltet er den Ofen genau für die Sekunden an, die wo jetzt da drin stehen. So, gehen wir mal Eisen holen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann ein Glas und so weiter brauche, weil wir versuchen heute mal dieses Konstrukt heute fertig zu kriegen. So, was brauchen wir denn überhaupt für die Quest? Und zwar Energy Core. Genau, das heißt, wir brauchen Factory Tech, Energy Core, Civilization Table. Weiß gar nicht, ob ich das schon alles habe. Das ist vielleicht das Wenigste. So, wir brauchen Temperate Drill Bit. Wir brauchen Temperate Cutting Blade. Wir brauchen Temperate Gear. Und Temperate Saw Blade. So, Temperate Saw Blade, das ist immer, jetzt hätte ich gesagt, das erste, was wir mal anfangen. Da steht jetzt 73 Ticks da. Dafür brauchen wir ein Eisen Saw Blade. Und das machen wir im Grindstone. Mit einem Basic Gear. Ein Basic Gear ist ein Iron Ingot. Und davon brauchen wir 16 Stück. Nimm mal einen mehr mit. Können wir auch was kaputt machen. So. Du bist jetzt ein Basic Gear. Ich habe davon vier. Sehr schön. Das heißt, ich brauche das im Metallcutter. Metallcutter. Das ist der hier. Schmeißen wir mal schnell rein, was rauskommt. Da kommt ein Disk hier raus. Sehr schön. Dann machen wir weitere 8 rein. So, wir haben jetzt ein kaputtes. Dann kommt hier wieder eins rein. Jetzt wisst ihr, warum ich eins mehr habe. So, und du bist bitte ein Broken Part. Und Broken Part gehört in den Scrap Furnace. Du kommst da raus. Und du läufst. So, nächste Teil ist gebrochen, Broken Part. Das heißt, ich brauche jetzt ein Cutting Blade. Habe ich dann noch eins? Nö. So, wir schauen mal schnell, was wir jetzt da hinten haben. Wir haben jetzt dann Basic Gear. Wir haben noch mal ein Basic Gear. Und ich hätte jetzt gesagt, ich mache jetzt mal eiskalt eins fertig. So, das heißt, wir haben jetzt das Basic Gear. Das Basic Gear kommt jetzt in den Grindstone und da machen wir ein Iron Saw Blade raus. Genau. Mal so viele, wie es geht. Temperate Gear. Muss ich das eigentlich auch machen? Ja, muss ich auch machen. Okay. Muss nur dran denken, ich brauche auf jeden Fall eins mehr. So drei. Ich habe gesagt, eins machen wir noch.
Dann haben wir schon mal 8. Nickel Cutting Blade haben wir auch schon 3. Okay, so. Dann hätte ich gesagt, halt, Broken Part. Das war bestimmt, nee, das ist der Fluid. Ich find's. Electric Furnace. Scrap Furnace, da sind wir daheim. Okay, dann haben wir da wieder was. Also, wir brauchen auf jeden Fall mal diese Basic Gears. Und das braucht 66 Ticks. Also, gehen wir mal jetzt hin und schreiben hier mal rein 60 und sagen dann. So, und jetzt nehme ich das Gear und hau das mal da rein. So, das erste Mal kann nie funktionieren. Man sieht, es hat nicht funktioniert. Das heißt, ich gehe jetzt hin und mache 64 Ticks. Was lustig ist nämlich, was ich festgestellt habe, das, was da draufsteht mit den Ticks, funktioniert hier nicht. Okay, also wir gehen jetzt mal auf 68. Jawohl. Also 68 ist hier richtig. Ich gehe hier mit zwei Tick-Takt nach oben. So, jetzt haben wir schon mal 3. Nein, aber ich möchte auf jeden Fall, also der da soll auf jeden Fall mal ausgetauscht werden durch einen besseren. Dann habe ich hier ein Invagier. Da kommt auch gleich ein harter rein. Und hier auch. So. Ein Invagier. So, was habe ich jetzt noch hier? Du bist ein Iron Saw Blade. Das ist sehr schön. Haben wir auch noch hier. Und wie schaut's aus? Was haben wir denn noch hier? Das hier. Nuggets. 34 Nickel Nuggets. Inva haben wir auch noch da. Okay. Dann brauche ich jetzt normales. Also wie gesagt, ich brauche ein Temperate Gear. Das Basic Gear. Ja, ich brauche dann den Temperate Cutting Blade. Das ist ein Nickel Cutting Blade. Dann haben wir da oben welche. Und was brauche ich dafür, um die herzustellen? Da ist es. Im Grindstone. Das ist schon mal da drin. Ja, ich mache gleich mal so viele, wie es geht. Bin mal gespannt, wie lange das Deal dann halten, die Temperate Gears. Ich hoffe, dass die ordentlich lange halten. So. Broken Part mal wieder. Gießt mal da rein. Ein Goldwire. Auch ein Goldingot mit Metal Cutter. So ein Iron Nugget. Kommt dahin. Sehr gut. So, ich habe jetzt schon mal 4, ich habe 8, ich habe 12.
Dann heißt es, ich brauche auf jeden Fall nochmal 4. Dann habe ich schon mal da meine 16, aber ich brauche auf jeden Fall mir hier einen, brauche ich einen mehr. So, 4 und einen. Sehr schön. Dann hüpfen wir mal. So, als nächstes steht ja da, wir brauchen einen Tempering Ofen 54 Ticks. Also gehen wir mal hin und sagen, wow, das ist ein bisschen lang. Okay, dann machen wir mal ein. Okay, der ist zu gering, also 54. Der ist auch zu gering, 56. Jawohl, Hammer. Dann können wir den nächsten 4 reinschmeißen. Und jetzt ist die Lens kaputt. Die Focus Lens ist im Grindstone ein Glas. Bin ich gespannt, ob ich ein Glas noch da habe. Ich mich kenne, nein. Also, ist sogar dunkel, können wir uns noch mal hinlegen. Also, ich finde Factory Tech ganz witzig, aber er ist auch irgendwann ganz nervig. Weil die Sachen viel zu schnell kaputt gehen. So, Glas, Glas, Glas. Clear Glas. Normales Glas. Jawohl. Nehmen wir mal ein Grindstone. Aber wie gesagt, wir sind ja auf einem guten Weg, bin ich der Meinung. So, Focus Lens. So, haben wir schon mal 4. Brauche ich Circuit Nummer 3 und Heating Element. Broken Part. Das kommt in Scrap Furnace. Kommst da rein. Das Heating Element muss ich jetzt sozusagen austauschen. War das nicht jetzt einfach... Nee, war nicht so. Oder war das da? Ja, wenn man meint, nee, man hat es im Kopf. Ha, es war richtig mit Redstone. War andersrum. Bin stolz auf mich, dass ich das noch gewusst habe. So, wieder rein. So, die nächsten 4. Und da ist mir das auch rausgebrannt. Und du kommst rein in den Scrap Furnace ebenfalls. Ich brauche die Nummer 3, war das jetzt, ne? Ja. Und die nächste Lens ist schon fast wieder kaputt. Ich muss jetzt hoffen, dass 5 Stück laufen. Aber wie ich mich kenne, bricht's jetzt. Genau. Genau das habe ich gesehen. Ich auch? Ja, ne.
So. Also nochmal schnell einen Lenz holen. Oder ein Glas holen. Hallo, ich möchte eins. Eins. Danke. Wird nicht mehr gemacht, als ich muss. So, dann kommt jetzt dann hier auf jeden Fall der eine noch rein. Danke. Und wir hüpfen mal wieder. So, dann heißt es, ich habe jetzt 12 von diesen schönen Dingen in der Hand. Detected. Wunderbar. Temperate Drill Bits brauche ich 16 Stück. So, Drill Bits habe ich 8. Einen weiteren 4. Nochmal. Wie stelle ich dich her? Im Grindstone einfach Nickel. Das war, glaube ich, das Falsche, weil ich habe jetzt wieder ein Cutting Blade bekommen. Brauche ein Drill Bit, bitte. Ein Metal Cutter. Falsche Maschine. So, die unscharfen, die kommen jetzt dann hier rein. Genau, so war's. Ja, ich hätte gleich mehr Lenses machen können. So, das heißt, wir brauchen jetzt 89. So, dann schauen wir mal. Okay, das reicht nicht. Wir machen 91. Danke, passt. Also da muss ich immer 2 Sekunden draufrechnen. Das Lustige ist, wenn du die Ingots machst, weil die habe ich ja vorhin auch ein paar gemacht, da musste ich 4 Sekunden abziehen. Klasse, oder? So. Die ersten 4. Wie schaut es denn aus? Ja, da habe ich noch einen. Den kann ich jetzt auch gleich da reinschmeißen. Gott sei Dank geht da nur ein bisschen Redstone drauf, ne? Aber ist es halt nervig. Du musst halt die ganze Zeit da rumschwören. Aber wir kommen ja schon, also ich sehe schon das Ende von dem Mod. Ich hoffe es zumindest. Ich bin der Meinung, dass komplizierteste Ding machen wir gerade. Ein Tempering Oven. Wie lange das ich gebraucht habe, um das rauszufinden? Ja. Wenn wir das zusammen gemacht hätten, hätte er mich gefragt, ob ich spinne. Ich glaube, das waren über eine Stunde. Ich kann es nicht mal richtig erklären. Das ist noch viel schlimmer. So, mache ich auf jeden Fall jetzt 2 Lenses. Jetzt kriege ich dann 1 und 3. Schließen wir Wetten ab. Oh. So. So, kommst gleich dahin. Die letzten 4.
Nach 3 geht er kaputt. Schließe eine Wette wieder ab. Schlimme ist nur, ich habe keine Ahnung, wer die Nummer 3 ist. Oh, nein, doch. Aber ich habe... Hä? Habe ich jetzt nichts bekommen? Gemeinheit hier. Ich hoffe, dass ich jetzt am richtigen bin. Oder ich bin jetzt am Zweiertisch. Das kann natürlich auch sein. Nein, bin am Dreier. Gut, dann kommst du dahin und du dahin. Nee, andersrum. Genau. Und jetzt an den Electric Furnace. Okay. Weil ich weggelaufen bin. Das war bestimmt die Rache vom Mod. Ja, weil du mich kennst. Na komm, nachher. Hier zeige ich's. So. Die nächsten sind weg. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch die Sawblades. Das sind 4, 8, 9. Ein Temperate habe ich noch drin da. Da habe ich auch noch einen Temperate drin. Drill Grinder. Okay. So, Iron Saw Blade. Hab ich da noch welche? Oder Basic Gears? Einen habe ich noch. Das heißt, ich brauche jetzt da noch 4 und da noch 3. Was brauche ich dann eigentlich noch? Temperate Gear brauche ich auch noch. Habe ich die nicht schon gemacht? War das Einbildung? Das war Einbildung. Glückwunsch! Ja. Wir haben natürlich was eingebildet. Gib mir mal davon welche. Weil ich brauche nämlich davon als... Ach nee, ich hab welche gemacht. Ja, klar. Aber die habe ich hier alle verteilt. Das heißt jetzt, der Grindstone macht jetzt 4. Ups, dahin. Und 3. Dann habe ich da auf jeden Fall meine Sawblades auch. Und dann brauche ich jetzt dann hier nochmal 16, habe ich gesagt, ne? Ja. Sehr schön. Der würde wohl hoffentlich jetzt lange genug halten. Und jetzt nehme ich einfach mal das ganze Zeug, was ich hier habe, noch an den Maschinen und schmeiße es erst einmal da rein. Das Obsidian Weasel. Das wird bestimmt das sein. Jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Okay, also das Basic Gear. 66. Ja, genau. 6 ist total richtig. Schätzen wir mal wieder 68. Ja. Ja.
Ich gehe da momentan kein Risiko mehr ein. Das ist mir egal. Die Lens ist bald wieder durch. Das da oben ist auch bald durch. Aber eine Lens habe ich noch. Ich hoffe, dass das reicht. Und diesmal habe ich auch nichts rausbekommen. Okay. Habe ich natürlich am Schluss kriege ich natürlich noch Pech, ne? Und ich habe nichts mehr. Copper Nickel Dust. Copper. Das heißt, den kommt jetzt dann in den Drill Grinder, oder? Diddly. Drill Grinder. Kupfer. Ja. Aber so kriege ich das Zeug weg. Hoffe, dass das überhaupt reicht. Zack und zack. 4 Stück. So können wir gleich. Ah, schaut mal, da war noch einer drin. Dann sollte man das immer alles aufheben. Dann weiß man auch, wo was ist. Für Kohle habe ich hier ein Fass? Nein, ne? Hier auch nicht. Dann war es hier. Dankeschön. So, dann nochmal Redstone. Dumm, die dumm, die dumm. Ich hoffe, dass jetzt der reicht. Der reicht. Und dass ich da nur noch einen brauche. Daumen drücken. So, und dann kann ich gleich mal gucken, wenn ich jetzt mit dem fertig bin. Für den brauche ich 73. Also ich vermute 75. Aber wie ich es ja gesagt habe, ne? Ich gehe hier kein Risiko ein. Lieber, dann passiert ja nichts. Es geht ja nichts kaputt. Jawohl. Aber der läuft. Ja, die Lens hält auf jeden Fall nicht durch. Scrap Furnace. Ich gehe mal schnell in der. Halt, nein, ich gehe mal schnell abgeben. So, dann hole ich nochmal ein Glas. So, das muss jetzt ein Grindstone wieder. Dim, 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 dim. Grindstone habe ich gesagt, nicht Drill Grindstone. Unterschied. So, dann müsste ich jetzt aus dem da das da gekriegt haben,
Das kommt da rein. Es wird auf jeden Fall irgendwann witzig, weil ich will dann, also dieser Mod wird zwar hier irgendwann verschwinden, ne, weil klar, brauche ich nicht. Wäre ja Blödsinn. Aber er soll nicht von der Insel verschwinden, sondern ich will den dann irgendwo separat dann aufbauen. Dass ich es immer wieder herstellen kann, wenn ich was brauchen sollte. So, die Lens habe ich auch noch. So, das heißt, wir haben jetzt noch dann die. So, in der Zeit schaue ich mir den Energy Core an. Energy Core, der war hier. So, dafür brauche ich jetzt das da. Ein Compression Chamber. Copper Circuit Board. Okay, das heißt Lapis Powder. Das habe ich auch schon einstecken. Drückt mir die Daumen, dass der noch da bleibt. Naja, wobei, ich muss sowieso ins Lager. Ja. So viel zu Daumen drücken. Was bist denn du, River Copper Nugget? Ist River Copper Nugget auch Copper? Ich vermute nein. Oder muss ich das umarbeiten? Ah, das wäre dann dieses... Ah! Im Electric Furnace. Dann wird es zu Kupfer. Ich weiß, ich hätte noch eins. Aber das Zeug muss ja auch weg. So, dann haben wir noch das Nickel. So, was brauche ich eigentlich für die Dinger? Ich brauche dafür Block of Quartz. Eins. Das Schöne ist, hier funktioniert wenigstens das Rad, dass man das rumswitchen kann. Das versuche ich nämlich immer im Factorio. Im Factorio versuche ich immer, das so einzuräumen. Klappt natürlich total. Nämlich gar nicht. Ja, ich hole mal schon ein bisschen noch Redstone. Ich hoffe, dass ich noch genügend habe. Ich kenne mich nämlich. Vor allem gebe mir das aus und ich darf wieder grundlose Sachen herstellen. So. Klack, 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 klack. Dann kommst du da rein. Dann drücken wir jetzt wirklich die Daumen, dass jetzt die letzten 5 Stück da durchlaufen. Und der das alles macht. So, das heißt ja jetzt für dieses Teil hier. Der Compression Chamber. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe. Aber alles andere habe ich. Ein Compression Chamber. Das schaut nämlich noch nicht so danach aus. Okay. Aber wir haben schon einen Großteil. Compressing Chamber. Das Lustige ist, Stabilization Table und Stationary Magnet
kriege ich die Energy Cores raus? Oder ist das was anderes? Ah. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich dieses komische Ding habe. Das habe ich nämlich gebaut. Und den Magneten brauche ich auch noch. Steht es da? Aber es steht bestimmt im Buch. Das ist, du heißt was? Stabilization Table. Wir gehen mal, Machine Info, Stabilization Table. Energy Core for use in machines, it must be put on a stabilization table and around it with active redstone magnets. See Core Stabilization in the part section for more information. Ja, schön, dass ich die jetzt, dass ich die brauche. Ich mach dich jetzt mal dahin. Das heißt, ich brauche dich da, da, da und da. Dann brauche ich nochmal schnell drei Kabel. Bin mal gespannt, was jetzt da wieder die Herausforderung wird. Wenn ich das jetzt auch timen muss, ne? Dann. Wird's traurig. So, wenn ich jetzt dich anmache. Nö. Ich bin ja total. Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich ja schon den richtigen Hinweis bekommen. To stabilize a charged energy core for use in machines, it must be put on a stabilization table and surrounded with active redstone magnets. See Core Stabilization. Core Stabilization. Ich merke das schon wieder. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich schaue jetzt nur auf dem ersten Buchstaben, ob es ein C ist. Crafting Slot Blocker. Nö. Energy Core. Das ist ja total nett. Das heißt, da darf ich mich jetzt auch nochmal was suchen. Ja, muss ich nochmal was lesen. Wie das Ding hier funktioniert, weil das brauchen wir auf jeden Fall. Was brauche ich genau? Ich brauche jetzt. Beziehungsweise wir schauen mal schnell in die Quest. The station table turns charged unprimed energy cores into regular energy cores. Okay. For that it requires stationary magnets two blocks away from it on all four sides. Wir stellen den mal einfach nur mal weg. Wir machen noch mal einen weg. Ah.
Also 2 heißt wirklich 2? Okay. Man sollte nur alles lesen. Ja, du mich auch. Na, wenn ich jetzt hier ein Redstone, also das, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, wenn ich jetzt hier ein Redstone-Signal setze, dann kann es passieren, dass mir dieses Teil da hochfliegt. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Der Energy Core, steht hier irgendwas drin? Energy Core, wo bist du da? Charge 80%. Ja, aber ich brauche auf jeden Fall noch einen Compressing Chamber, weil sonst komme ich nicht weit. Compressing Chamber. Dafür brauche ich Empty Tank. Dafür brauche ich Nickel. Ich brauche Holz. Und einen Tank. Jo. Das werden wir beim nächsten Mal tun. Ich versuche mich noch ein wenig einzulesen, wie das Teil hier genauso funktioniert. Ohne hier gleich die halbe Base in die Luft zu jagen. Und ja, genau. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare damit. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.